Blitzschnell hat Diana diese komplizierte Geometrieaufgabe gelöst. Da staunt sogar ihr Lehrer nicht schlecht. Ich glaube, so ungefähr 10 Minuten vielleicht. Oh. Ja, das ist bemerkenswert. Also ich hätte jetzt deutlich mehr erwartet. Aber die 16-jährige Marburgerin ist ja auch nicht ohne Grund eine der besten Nachwuchsmathematikerinnen Europas. Im April vertritt sie Deutschland bei der Europäischen Mädchenolympiade für Mathematik als eine von 4 Schülerinnen aus Deutschland. Zahlen, Kreise und Linien waren schon immer ihr Ding. Mathe hat keine Grenzen und man kann immer tiefer und tiefer in Sachen gehen. Ja, das finde ich cool. Vor 2 Jahren floh die Schülerin mit ihren Eltern aus der Ukraine und lebt jetzt in Marburg. An ihrer Schule ist Diana nun Teil des begabten Förderprogramms. Alle blicken jetzt gespannt auf die Meisterschaft. Und auch danach werden Zahlen Diana ganz sicher weiter begleiten.